Also, mein Name ist Susan Heath, Love and Life Beraterin. Wir machen heute etwas ganz Tolles aus meinem Buch Die Liebesdiät. Ein anregendes Nachspiel, einen Rosenkäsekuchen mit Himbeeren. Und dazu lade ich euch in meine Küche ein. Okay. Ich beschäftige mich ja mit Liebe, Sexualität, Lebensfreude, sage den Menschen, sie sollen sich mehr trauen, mehr Mut haben, mehr unterstütze sie dabei und ich sag mal, ich bringe es auch ziemlich auf den Punkt. Also ich mache nicht so viele Schnörkel, das geht zack. Man sieht sofort Paradiesvogel. Ich finde das klasse, also wo ich bin, leuchtet das Licht. So viel Leuchten ertragen manche Menschen nicht und deswegen reagieren sie oft verlegen, indem sie sich lustig machen. Oder eben, wenn sie offener sind, toleranter, dass sie auch durchaus Komplimente machen. Und jetzt kommt der Zwieback. Der wird zerbröselt auf eine ganz besondere Art. Das ist für den Teig. Das mache ich jetzt in eine Tüte. Einfach da rein. Und dann werde ich es zerstampfen. Ganz doll. Man könnte auch den Hammer nehmen, aber ich nehme wie beim Weintrauptreten die Füße. So, jetzt muss ich mal wirklich. Es ist richtig Arbeit, wie ihr seht, aber es ist sozusagen mein Fitnessprogramm für den Kuchen. Mit der Liebesdiät kannst du sehr erfolgreich abnehmen, weil das Buch geht ja darum, sich selbst zu lieben, sag mal auch einen Partner einzubeziehen, Genuss zu frönen, das heißt so, sich zu überlegen, will ich was ich esse, ohne abzunehmen. Es geht um Bewegung, es geht um Sexualität. Immer wenn ich mit mir selbst im Einklang bin, nehme ich auch ab. Also du kannst damit super abnehmen. Und wenn du natürlich nur Sex machst, dabei möglichst viel trinkst, nimmst du auch ganz schnell ab. Nicht ohne Hut aus dem Haus, empfange auch keine Gäste ohne Hut, ohne Kopfbedeckung. Für mich hat das ein Symbol von Weiblichkeit, weil eine Frau, die einen Hut trägt, ja, die geht anders, die zieht sich ja natürlich auch an, ist ja nicht nur mein Hut alleine. Und ja, ich möchte einfach auch Frauen Mut machen, auch Hut zu tragen, sich mutiger zu fühlen, sich weiblicher zu fühlen und deswegen trage ich ganz viel Hüte. Inzwischen habe ich, ich weiß nicht, 40, 50, also jede Menge, kommen auch immer welche dazu und ja, bin die Frau mit dem Hut. Also jetzt kommt der Tortenguss kommt drauf, also die Torte ist jetzt fertig, der Himbeerkuchen, der Himbeerkäsekuchen. Jetzt kommt noch mal ein bisschen Erdbeertortenguss drauf, der ist jetzt warm, den schütte ich jetzt drüber, verteile ihn, gucken, dass es sieht ein bisschen künstlich aus, aber es macht nichts. So. Das kommt jetzt noch mal ganz kurz in den Kühlschrank, damit es kalt wird. Und dann wird es aufgeschnitten und gegessen. Ganz einfach. Genuss bedeutet für mich, im Einklang zu sein, zum Beispiel, wenn ich etwas esse, dass ich es genieße. So, und nicht da überlege, macht es mich dick, ist es dieses, ist es jenes, ist es fett, sondern Genuss bedeutet für mich, den Moment zu genießen, den, auch wenn man mit Menschen zusammen ist, das zu genießen, die Sexualität zu genießen, also die Lebensfreude, das ist für mich Genuss. Voilà, hier haben wir sie, unsere Rosen-Käse-Himbeer-Torte oder Kuchen. Unser Huchhilfe, unser anregendes, lecker Nachspiel. Jetzt können wir loslegen, jetzt geht's los, absolut lecker.